Grüß dich. Ich rufe nur an, damit es nicht toxisch wird. Am Ohr habe ich, glaube ich, Mr. Dach und Fassade, Solar und Meer. Ja. Ah, ja, jetzt ist er aufgewacht. Okay. Ich sage das jetzt nur, weil hier steht, weil es so viel zum Retten gibt. Sieht nämlich er auch so, weil auch er muss gerettet werden. Er muss seelisch gerettet werden, weil seine, wie heißt die werte Dame, Frau, Ming Ming, die ist nämlich im Moment nicht da, weil eben die Welt so blöd war über Jahrzehnte und hat auf die Mit- und Umwelt nicht drauf aufgepasst. Und jetzt kommt eben die Retourkutsche, das, was ich aussende, kommt zurück. Und das kommt natürlich global zurück. Und deswegen habe ich ihn jetzt angerufen, weil er derjenige ist, der mich begleitet hat aus der toxischen Station Theresienklinik in Nürnberg und hat auch den Kameramann zur Verfügung gestellt, weil sonst hätte er einer von 200 Kilometer kommen müssen. Vielen Dank nochmal. Sind Sie jetzt schon irgendwo wieder im Einsatz zurück? Oder wo sind Sie, wenn ich fragen darf? Bitte keine Straße, bitte keinen Namen, nur die Region. Ich bin in einem Raum Fürth unterwegs. Ah, wunderbar. Naja, dann hoffe ich, dass Sie gut abdachen und die Dachschäden retten. Ich rette andere Dachschäden, Sie retten Dachschäden. Zusammen retten wir die Welt, denke ich. Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so ausführe, aber ist ja egal, ich drehe anders. Und wenn der eine oder andere Redakteur meint, naja, wir müssen halt den Wind irgendwie so nehmen, wie er ist, der wird das immer so Blitz, Licht, Gewitter ungesprächig aufzeichnen, weil alles das, was normal ist, ist langweilig und was nicht normal ist, fällt auf. Und deswegen bin ich lieber nicht normal und falle auf. Und wenn ich dabei versehentlich den einen oder anderen rette, das eine oder andere Tier rette, dann kann es ja nicht ganz so blöd sein. Stimmt's? Richtig. So, ach, es ist ja interessant. Der sagt immer nur ja. Wahrscheinlich hat er bei mir mal im Jahrstraßenseminar gesessen. Keine Ahnung. Das gibt's nämlich, ne? Das Jahrstraßen-Seminar. Ja, Seminar. Genau. Ja, ja. Nein, ich habe nicht Corona. Ich mache ein bisschen Komik, weil zu viel Corona und zu wenig Komik, das ist so ein Ungleichgewicht und das ist der Moment in der Gesellschaft. Und ich habe vorher eine Aussage gemacht, ich hoffe, dass Ihnen die Ohren da nicht wegfallen, das ist die Wahrheit. Und wenn ich dann dafür, bevor die Ohren wegfallen, weggeschlossen werde, dann nehme ich das in Kauf, auch wenn ich nicht Mandela heiße. Der ist weggeschlossen worden, weil er auch irgendwo die Klappe aufgemacht hat und die Wahrheit gesagt hat. Stimmt's? Richtig. Kennen Sie Mandela, ja? Ja. Also ich meine den Nelson, ne? Gott. Ach Gott, ja, ist schon genervt, ne? Das ist schon, ja. Ist schon toxisch, er ist schon genervt. Okay, also ich sage das ja nur, damit es nicht toxisch wird. Ich meine, ich möchte nicht aus der Balance bringen, weil die Leute heutzutage alle in der Inbalance sind. Heute wieder ein Bett zugemacht, steht dort, weil wir aufgrund der Nachfrage schließen müssen. Naja, wird ja ersetzt, ne? Der Dienstausfall und der Ladenausfall, der wird ja von der Staatsregierung ersetzt. Und das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar fürs Entertainment und fürs gesellschaftliche Gefüge. Brötchen verkaufen, ich gebe Geld und sonst findet ja keine Interaktion statt, ne? Nein. Das ist ja gesellschaftsgefügig sehr förderlich. Es ist irre, es ist mega irre, dass ein Herr Dirk Müller, der kein Biologe ist, der kein Doc ist, der nur Wirtschaftswissenschaftler ist, dass der sagt, dass über 90 Tage, also ich zitiere ihn und ich sage, das sind 90 Tage, weil ich glaube, Ende Dezember und Ende März, das sind irgendwie so ungefähr 90 Tage. Ich sage circa 90 Tage Multiplikation, eigene Interessen zu vertreten und nichts zu sperren, das ist Vorsatz an einen Genozid. Und wer Genozid weiß zu deuten, der weiß, was ich meine.
Es ist hart gesagt, aber es trifft zu. Denn wenn der Virus so alarmierend ist, und er ist alarmierend, und wissen Sie warum? Weil ich nämlich ein Foto gemacht habe von der Station, auf der ich isolierend war. Und ich habe gesagt, schließen Sie bitte ab. Das ist die zweithöchste Sicherheitsstufe, in der ich lag. Ich habe das Foto gemacht. Und als ich rausgegangen bin, um das Haus zu verlassen, sind die alle nervös geworden. Die wussten nicht, dass ich negativ bin. Haben Sie gehört, Herr Lange? Ja. Ich sage nur, damit viele, viele Idioten, mein Großvater sagte immer, die Masse ist dumm, um das andere Wort nicht an ihre Ohren zu lassen. Ich war da drin nur auch und nur zu meiner Eigensicherung und zur Sicherung der Umwelt. Wenn das alle machen würden, dann würden wir sicherer leben. Stimmt's? Ja. Also ist interessant. Ne? Also es hat ja heute auch einer gesagt, heute Morgen, Win, es hat keinen Sinn, Nein zu sagen, weil du widerlegst es sofort. Du machst meine Nerven für den Tag so fertig. Ich sage lieber Ja. Er sagt auch Ja. Aber wenn es positiv wird, warum soll ich denn dann Nein sagen? Ne? Übrigens, die Klinik weiß schon, dass ich da draußen in die Kamera gequatscht habe. Herr Lange. Woher weißt du das? Das weiß doch ich nicht. Also mit Sicherheit, wahrscheinlich, weil ein Fenster aufging. Ich habe dann zurückgeschaut, das wusste ich ganz genau. Ist ja logisch, weil auf diese Seite hier rüber sind ein oder zwei Dienstzimmer von der Station oder so. Naja, und dann kam eine Frau, die war so ungehalten. Die ist ja dann Sister da drin, ne? Schwester. Und die muss, glaube ich, unten noch was gesagt haben, da draußen steht einer. Und da habe ich doch gesagt, weil das war keine Patientin, die war sehr, sehr resolut. Hast du es gemerkt? Naja, da so bestimmend, hast du es nicht gemerkt? Nein. Ja, und diese Note lasse ich halt nicht an meine Ohren. Die denkt, ich bin hier der Randstein-Filmer von Straße 9. Okay, in diesem Sinne, ich hoffe, dass Ihnen das alles so in den Kragen gepasst hat. Und ich habe ja dazu zufällig jemanden getroffen, den Sie auch mal helfen können. Der freut sich. Und wie gesagt, man soll retten, nicht mit Gegenleistung verbinden, wollte ich Ihnen nur sagen. Weil dann ist das nämlich schon mal wieder sittenwidrig, so wie manche Masken überteuert verkauft werden. Sie wissen? Ja, ich weiß das. Ja, schon wieder ja. Also 12-mal ja, ne? Das ist ja gewonnen. Ne? In diesem Sinne, mehr Mensch und schalten Sie das Hirn ein, damit Sie nicht einen anderen oder sich selbst gefährden oder vielleicht begraben müssen. Filmbike möchte nämlich, dass auch Sie mit dieser Sektflasche aus Moskau, die ich geschenkt bekommen habe, Krim-Sektflasche geschenkt bekommen habe. Ich habe zwei bekommen. Na, dann gibt es was zu feiern, sage ich. Ja, ich glaube, es gibt was zu feiern, wenn generell der Virus geschafft ist. Und dass wir ein bisschen mehr nachdenken, warum eigentlich die Erde, wie ein Botschafter mir gestern sagte, stell dir vor, Win, du sitzt irgendwo und kriegst alle 2 Minuten eine ins Gesicht geschlagen. Wie lange lässt du das zu, ins Gesicht geschlagen zu werden? Nicht genau lange. Einmal. Ja, eben. Aber die Welt, die ist zigfach verletzt worden durch viele Idioten. Und irgendwann kommt die Retourkutsche. Denn das, was ich aussende, kommt zurück. Und ich habe vorhin Worte bekommen von dem Autofahrer, der ist so daneben, der hätte eigentlich dort gleich bleiben sollen und den hätten sie gleich in die Psychiatrie oder in die geschlossene überweisen, nach Ansbach oder Erlangen stecken sollen. Ich kann es beweisen, weil meine Kamera ist gelaufen. In diesem Sinne laufe ich jetzt weiter für galacom.tv.